Hey, Father Death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey, old daddy, I know where I'm going. Father Death, don't cry anymore. Mama's there underneath the floor. Brother Death, please mind the store. Old Auntie Death, I hear your groans. Old Uncle Death, I see your bones. Oh Sister Death, how sweet your moan. Ja, der Ursprung des Projekts liegt tatsächlich fast 14 Jahre zurück. Ich habe 2006 in einer Zeitung ein seltenes Foto von Paul Cézanne gesehen. Das war dort veröffentlicht. Und nicht nur die Seltenheit dieses Bilds wurde dort betont, sondern auch die Tatsache, dass es sich um das letzte Foto von Paul Cézanne handeln musste. Das hat mich damals fasziniert. Da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, dass es von jedem Menschen ein letztes Foto geben muss. Also von jedem Menschen, der zumindest im Zeitalter der Fotografie gelebt hat oder lebt. Das Projekt hat eine durchgehend zweigeteilte Form, eine gleichberechtigte Form. Es gibt immer ein Foto, das grafisch interpretiert wurde, und ein Text, der sich entweder zum Foto oder zur Grafik verhält. Also die Technik ist eigentlich eine rein klassische Sache. Es ist mit Tusche gearbeitet worden. Ja, das ist eigentlich das klassische Medium für Comic-Illustration oder für eine Illustration in einem Buch. Und ja, die Tusche hat was ganz Besonderes. Es hat sehr tiefes Schwarz, viele Kontraste. Es gibt die Möglichkeit, damit zu malen und zu zeichnen. Also es lässt ein riesengroßes Feld offen. Und das war auf jeden Fall für meine Freiheit zum Arbeiten notwendig und spannend. Das Papier hat eine Besonderheit, aber das ist bei jeder Arbeit so. Das ist auch der Grund, warum es so viele verschiedene Papiere gibt. Die einen saugen halt mehr die Tusche und das Wasser auf, die anderen bilden eine kleine Oberfläche, wo Blasen entstehen. Mit den ganzen Sachen kann man wunderbar arbeiten und es lässt auch jedes Mal ein eigenes Bild entstehen. Ja, ich habe versucht, diese Bilder zu beschreiben, sie zu kommentieren, sie auch ein Stück weit zu interpretieren. Ich wollte mich irgendwie qua Text zu diesen Bildern verhalten und wollte zudem auch so einen kleinen Einblick darin geben, wie Erinnerungsarbeit nicht nur über die Medien funktioniert, sondern auch, wie ich mich an diese Menschen erinnere. Und ich irgendwie das Bedürfnis hatte, so eine Art Epitaph für den Abgebildeten zu schreiben. Children deaths, go breathe your breaths. Sobbing breaths will ease your deaths. Allen Ginsberg, vermutlich in New York City, 1994. Hey, Vater Tod, ich fliege heim, mein armer Freund bleibt ganz allein, mein alter Herr, ich weiß, wohin es geht. Vater Tod, ach, wein nicht mehr, Mutter liegt ganz nah bei dir und ums Geschäft kümmert sich Bruder Tod. Alte Tante Tod, versteck dich nicht, alter Onkel Tod, ich höre dich, O Schwester Tod, wie süß du seufzt. Ihr toten Kinder, atmet tief, schluchzend stillt man euch im Schlummer, der Schmerz vergeht und auch der Kummer. Genius Tod, dein Werk vollbracht. Liebster Tod, es war die letzte Nacht. Vater Tod, ich komme heim. Guru Tod, dein Wort ist wahr. Mentor Tod, ich bin dir nah, weil du ihn mich lehrtest, diesen Blues. Buddha Tod, ich halte Wacht. Dharma Tod, dein Geist entfacht. Sangha Tod, es ist geschafft. Leidend werden wir geboren, unwissend gehen wir verloren. Wahrheit, du bist gnadenlos. Vater Atem, das soll's nun sein. Von Geburt an sind wir alle rein. Mein Herz ist's noch und wird es immer sein. Suffering is what was born. Ignorance made me forlorn. Tearful.
I cannot scorn. Fathered breath, once more farewell. Birth you gave was no thing ill. My heart is still, as time will tell.